Muriel Baumeister, die Schauspielerin, an Brustkrebs erkrankt. Muriel Baumeister, 51, geht bereits seit vielen Jahren offen mit ihrer früheren Alkoholsucht um. 2017 begab sie sich in die Psychiatrie in der Charité in Berlin und machte eine Therapie. Seitdem ist sie trocken. Doch die Herausforderung mit der Sucht bleibt ein Leben lang bestehen. Es gibt immer wieder Momente, in denen ich denke, es bräuchte jetzt wirklich nicht viel, um zu trinken, sagte sie Anfang letzten Jahres gegenüber der Apothekenumschau. Wenige Monate darauf ereilte die Schauspielerin ein Schicksalsschlag, wie sie jetzt offenbart, die der Landarztdarstellerin ist an Brustkrebs erkrankt. Im Interview mit Bunte spricht sie offen über die schockierende Diagnose sowie ihre Behandlung. Die Aktrice macht momentan die wohl schwierigste Zeit ihres Lebens durch. Dennoch versucht sie, sich ihre Lebensfreude zu bewahren. Das wird auch durch einen Blick auf ihr Instagram-Profil deutlich. Baumeister zeigt sich strahlend und selbstbewusst. Dass sie nun öffentlich über ihre Brustkrebserkrankung spricht, sieht sie zudem keinesfalls als traurigen Anlass. Ich versuche immer positiv zu sein, insofern sehe ich unseren Anlass als schön an, immerhin sitze ich hier. Bin absolut zuversichtlich und kann sagen, dass ich alles getan habe, was ich tun konnte, um diesem Krebs die Stirn zu bieten, sagt sie gegenüber Bunte. Im Kampf gegen die Erkrankung hat sich die 51-Jährige bereits einer Chemo- sowie Antikörpertherapie und einer Operation unterzogen. Derzeit lässt sie noch immer eine Strahlentherapie über sich ergehen. Damit habe ich nun fast ein Jahr meines Lebens zugebracht. Und vor einem Jahr, im Juli, war man sich noch gar nicht sicher, dass ich hier heute so sitzen werde, offenbart Muriel Baumeister. Verwendete Quellen: Bunte.de, Instagram.com, Apothekenumschau. Geantă și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.